Willkommen zurück zu Mario Gives Up. Wir sind hier stehen geblieben im Himmel und müssen, glaube ich, das Level hier nochmal machen. Glaube ich, keine Ahnung. Ich habe schon Ewigkeit nicht mehr aufgenommen, dieses Spiel. Das ist die Frage, ich kann das Level hier nicht mal. Wir müssen hier sicherlich das Secret Exit suchen. Aber wo ist es? Oder hatte ich das nicht schon gefunden? Ich denke, ich mache erstmal hier ganz normal weiter. Beim Floating Fortress. Damit jetzt keine Probleme auftauchen. So. Wir sind in der fliegenden Festung. Cool. Mit cooler Musik. Und dich missbrauchen wir mal, um hochzuspringen. So, und noch höher. Hier geht es wohl darum, immer höher zu steigen. Oder zu kommen. Da könnte ich lang. Da ist ein Springboard. Ah. So, den nehme ich mit. Kann ich da stehen? Ja, kann ich. Ach so. Da drauf, hier hoch, hier hoch. Oh, was? Warte mal. So. Ein bisschen warten. Dann den hier machen. Ach, fick dich doch, Spiel. Dann bin ich ja wieder klein. Irgendwie spiele ich gerade richtig scheiße. Aber das wäre auch geschafft. Hier kommen wir auch rüber, indem wir so einen Sprung machen. Nein. Ach, komm schon. Jetzt geht's doch. Knochentrocken, dich müssen wir umbringen. Noch ein Springboard. Mitnehmen. Oh, was? Komm schon. Alter! Immer dieses Versaven. Ich habe schon Ewigkeiten Connect mehr gespielt. Ach du Scheiße, ey. Das war echt ein Fehler. So eine Pause zu machen. Was heißt Pause? Ich konnte einfach nicht spielen. Hatte keine Zeit. Muss ich da hoch? Nee. Okay, da muss ich hoch. Yeah! Hier haben wir ein Power-Up. Das ist doch mal nützlich. So. Zack. Zack. Okay, das... Ich wollte gerade sagen, das ist easy, aber das ist nicht easy. Und springen... Yeah. So. Ich mag das Level. Ich mag das einfach. Es macht Spaß, finde ich. Auch wenn ich gerade ein bisschen geratscht bin, macht es mir trotzdem Spaß. Oh, egal. Jetzt müsste gleich hier so ein Miniboss kommen, oder? Ach, er wieder. Jumpy, oder wie der heißt. Ach, lol. Einmal noch. Down. Easy. So, aber mich interessiert jetzt echt, wo da das Secret ist. Oder habe ich das letzte Mal nachgeguckt, als ich das nicht geschafft habe? Habe ich es danach offscreen nachgeschaut? Ich zock das hier einfach mal und guck mal nach. Kann doch nicht schaden. Wenn ich es wieder nicht finde, werde ich es offscreen nachschauen. Wow. Alter, 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 Alter. Das hat irgendwas mit da, dem hier auf sich. Warte mal. Hier unten war doch gleich so ein, so eine Röhre mit... Ach, lol. You better hold on tight, this cloud you're standing on goes really far. Ja, das kommt mir alles bekannt vor.
Miau. Oh. Ja, das war fail. Ich muss... Genau im richtigen Moment muss ich abspringen. Um auf den zu landen. Jetzt kann ich hier das Springboard nehmen. Aber das war doch das Normal Exit, oder nicht? War das nicht das Normal Exit? Jetzt kann ich nämlich hier... Jetzt kommen mir nämlich so Pfeile hin, genau. Und diese Pfeile bringen mich hier hin. Und hier war doch nix als... Das war das Secret, Leute. Hoffe ich jetzt mal. Hoffe ich jetzt einfach mal. Ich gehe das Level jetzt ganz normal durch und hoffe, dass ich dann, ihr wisst schon, einen anderen Weg freischalte auf der Minimap. Auf der Overworld. Und es ist gerade eine Fliege auf meinem Monitor. Ich glaub's nicht. Genau da, wo Mario gerade ist. Alter Vater, ist das nervig. Ihr könnt's gerade nicht sehen, zum Glück. Alter, Alter! Wie dreht er denn ab? Er dreht ja richtig mal am Rad. Oh, komm schon. Die kann man doch austricksen, wenn man den hier macht, oder? So und dann hier lang. Genau. Hier kommt bestimmt eine Wolke, ich wusste es. So. Oh, hier gibt es nur ein Mittel. Gibt es hier noch was? Nee. Aha. Muss ich ja wohl da oben lang, wa? Also hier warten. Gibt's ja noch Power-Up hier? Jawohl, haben wir eine Blume. Jetzt ist die Fliege auf meinem zweiten Monitor. Naja, wenigstens nicht auf dem hier, wo ich spiele. Ah! Komm, ich will jetzt die Blume behalten. Hab ich mir so hart erkämpft. Eigentlich nicht, aber egal. Ah, so. Ja, hier muss ich unten lang. Na komm, jetzt bin ich halt klein und wieder groß. Da ist der Tod. Ist das richtig? Was ist denn da oben? Noch eine Blume. Aber... Müsste nicht jetzt hier so eine Wolke kommen? Ist das wieder so ein Fail vom Spiel oder was ist los? So wie letztes Mal mit dem Schlüssel, ein paar Parts vorher. Da wo eigentlich ein Schlüssel sein muss, sollte und es kein Schlüssel war. Brauche ich hier so einen Yoshi oder so? Kann auch nicht sein. Da! Da! Da war die Wolke. Ich muss, glaube ich, den Bildschirm so nach rechts, okay, so geht's auch. Gut. Problem gelöst. Schlecht gehackt, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, einem guten Hacker würde das nicht passieren. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich will jetzt nicht sagen, dass der Hack hier von einem schlechten Hacker gemacht worden ist. Im Gegenteil. Alter, war das schlecht. Komm, ich halt klein. Und hier muss ich bestimmt runter. Okay, cool. So, da habe ich es auch mal geschafft. Und ich hoffe, jetzt habe ich hier das andere Exit. Bin gespannt. Jawohl, es geht runter zum Geisterhaus. Don't get confused. Das hört sich ja wieder mal sehr verwirrend an. So, was haben wir hier? Okay. Okay.
So ist es cool. Ja, hier gibt's nichts zu tun, wa? So was ist cool. So ein Rätsel habe ich, glaube ich, irgendwo schon mal gesehen. Da kann ich nicht rein. Jetzt kann ich hier nicht rüber. Okay. Hier brauche ich wohl einen P-Switch, wa? Ich muss niesen. Oh, tut mir leid. Tut mir wirklich leid, Leute. Aber ich kann es nicht zurückhalten. Was haben wir hier? Ein P-Switch. Zack. Ah! Ich hoffe, das ist richtig. So. Und hier rein. Easy. Da kann ich nicht rein. Da oben ist es auf On. Was? Jetzt haben wir hier so ein. Oh! Da kam so ein Cooper raus. Ich wollte eben. Warte mal. Warten, bis er wieder raus ist. Drauftreten. Da oben ist eine Tür. So. Jetzt brauche ich hier wieder einen P-Switch. Wo komme ich hier rein? Komme ich da weiter? Nee. Hier gibt es einen P-Switch, ne? Ja. Also, ich kann drauf laufen, okay. Ah, ich weiß, wie es geht. Ich weiß, wie es geht. Das ist ja gar nicht so schwer. Ich nehme meinen P-Switch. Weil jetzt müssen nämlich die Dinger weg sein, diese Kästchen, genau. Und kann mit dem P-Switch da durchgehen? Und muss jetzt, ja, okay. Ihn hier nehmen. Muss beides mitnehmen. Oh nein! Was habe ich gemacht? Was habe ich getan? Was habe ich getan? Ich muss wieder hier hingehen, wieder hier reingehen. Alter. Jetzt muss ich diesen erstmal dahin stellen. Nehmen wir den Kollegen hier, der etwas verbuggt aussieht. Bleib so. Ganz schnell rüberwerfen. Ist jetzt weg. Fuck. Alter, ich muss beide mitnehmen. Ich muss auf jeden Fall beide mitnehmen. Na! Warte mal. So. Nein. Ich vergesse jedes Mal zu speichern. Das ist richtig scheiße. Nein, ich musste ja erstmal da oben. Ja, ich weiß schon, ich weiß schon. Oh, das fällt mich alles total. Nein! Ah. So. Dich nehmen, da hingehen, speichern. Zack. Zack, speichern. Rüberwerfen. Ah. Rüberwerfen. Du musst da draufbleiben. Ja, genau so. Dann nehme ich ihn hier. What the fuck? Und jetzt kann ich nämlich nicht drauflaufen. Dafür brauche ich nämlich das hier. Zack. Jetzt kann ich drauflaufen. Nimm den P-Switch. Und ich kann in die Tür rein. Jawohl. What the fuck? Geister. Was? Was? Muss ich die alle aus dem Bild gehen lassen? Das wäre. Was? Das ist ja mega schwer. Lol. Okay, das ist doch gar nicht so schwer.
Ja, das war das Geisterhaus. Wow, okay. Etwas verwirrt war ich schon, muss ich zugeben. Das führt uns wieder zum Level mit einem Secret Diamond Mine. Jo Leute, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt euch gefreut, dass wieder mal ein SMW-Hack-Part kam. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, würde mich echt freuen. Bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.